Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Gut, ich habe trainiert. Man sieht das hier ein bisschen. Es ist hier alles ein bisschen höher. Ich glaube, bis auf Karas. Ich glaube, die war vorher auch schon auf 24. Ah, ich habe 2 Stunden lang trainiert und dann hatte ich bei Karas irgendwann, keinen Bock mehr. Muss halt so bleiben. Gut, ich denke, wir haben für die Arena ein gutes Team. Ich hoffe es. Am liebsten würde ich mich mit Gegengift, das war das Wort, was ich gesucht habe. Am liebsten würde ich mich hier mit Gegengift eindecken, aber, Regeln sind Regeln. Du hattest den Schneider, ja. Bam! So. Ich weiß gar nicht, was auf welchen Stand sie beim letzten Mal war. Das ist jetzt wieder schon zu lange her. Ach, Mensch. Und ich vergesse das immer wieder. Na, wir gehen erstmal rein und probieren es einfach mal. Und da steht der Lustmolch. Oh, jetzt habe ich wieder vor ins Mikro gepostet. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe. Das Mikro ist direkt unter meinem Kinn. Naja, diese Arena ist voller Frauen. Warte, das ist selber eine Frau, oder? One Shemale. Ich habe keine Ahnung. Okay, hallo. Prisma erzieht die Pokémon-Arena-Leitung Erika. Bisherige Sieger Pedis. Gefällt mir. Hallo. Hey! Du darfst hier nicht rein. Ich brauche aber einen Ohren. Irgendwie muss ich doch dann an meinen Ohren kommen. Da kriege ich den so, weil ich so ein schnuckeliger Junge bin. Ah. Wer, du packst gleich dein Giftpuder raus. Ja, war ja klar. Ach, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Ah, hab ich genau befürchtet, wenn ich jetzt nicht... Ich hab genau befürchtet, wenn ich jetzt nicht ein One-Hit-KO mache, dass der dann mit Giftpuder ankommt. Und ich hatte recht. Leider. Muss ich gleich schon wieder ins Pokémon-Center laufen. Yeah. Und Regaria? Nein. Ich glaube, die Arena wird doch Desmond's Job. Einfach weil... Ja. Oh. Die haben hier die ganzen Puder-Attacken. Oh. Warum tut ihr mir das an? Warum? Was habe ich euch getan? Ah. Aber den Gang zum Pokémon-Center müsste Andy überleben. Soweit ist es ja nicht und er hat ja genug KP. 77 war es, glaube ich. Och, wach auf, du Scheißding. Desmond! Wake up! Na, geht doch. So, jetzt Hornattacke und ins Nirvana schicken. Bam. Geht doch. Sei nicht so grob zu mir. Ach, du hast mein Pokémon vergiftet. Du herzloses Biest. So, jetzt den effizientesten Weg nehmen. 4, 5, 6, 7, 8. Ach. Ja, ich weiß, dass er es definitiv überleben wird. Es sei denn, ich versuche nochmal nach Alabastia zu laufen. Scheiße, falscher Weg. Aber sicher ist sicher. Halte durch, Ambi! Du darfst noch nicht sterben! So. Oh. Ach, Mann. Oh, die Regel mit den Heil-Items ist blöd. Gefällt mir mal gar nicht. So, jetzt sind wieder alle fit, alle sind glücklich. Man kann's wieder in die Arena gehen. Dam, dam, schala, schalalalalala. Ach. Zerschneider, komm.
Zerschneide den Baum, danke. Wisst ihr, worauf ich noch gar nicht klarkomme? Immer noch nicht, schon seit Jahren. Warum zum Teufel kann Sengo keinen Zerschneider lernen? Ich meine, das ist motherfucking Wolverine-Pokémon. Hä? Oder bin ich zu weit weg? Ach, kurzsichtig auch noch. Mir wurde es schon langweilig. Ach, und da siehst du... Ja, du schaust ja auch darüber hinweg, dass ich eigentlich nicht drin rein... Deutschblock. Der kommt wieder mit... Hier mit Giftpuder an. Das rieche ich. Das habe ich so im Urin. Nein, Schlafpuder. Ach, kann ich aber noch mitleben. Besser als Giftpuder. Absorber. 3 KP. 2. Ach. Und schon wieder aufgewacht. Ja, mach ruhig. Deine 2 KP, das macht mir gar nichts. Gar nichts. So, Knofenser. Soll ich es riskieren? Ach ja. Auch wenn ich gleich wahrscheinlich schon wieder ins Pokémon-Center laufen muss, weil ich schon wieder vergiftet wurde. Ach nee. Es soll eigentlich mal ein Volltreffer. Mirabla. Du bleibst draußen, Andy. Du kannst das schon. Du bist ja schon groß. Nicht wahr? Du bist schon ein Texo. Absorber. Ach, wie niedlich. Ach, der macht aber sogar 3 KP. Trotzdem. Nichts Besonderes. So. Ah, ein Level Up wäre mal langsam schön. Nur nochmal gut. Oh. Nein. Oh, fick dich doch. Fick dich. Ah. Fick dich, du Drecksvieh. Mann. Ah, ich will nicht ständig wieder ins Pokémon-Center laufen müssen. Das ist blöd, das ist langweilig. Das gefällt mir gar nicht. Ja, irgendwie erreicht Level 30 immerhin. Das mit erreicht nichts. Meine Frisur, ganz zerzaust, ja. Ah. Da, 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 da. Mann, nimm mal die ganzen scheiß Pflanzenpuppen mit dem Giftpuder. Ah, das ist doch. Oh. No me gusta. No me gusta. Na komm. Ja. Ja, 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 ja. Ich mach mal den Trick. Ah, danke. Es war ein Zaubertrick. Ich habe jetzt nämlich herausgefunden, welcher Knopf auf meinem Gamepad der Vorspulknopf ist. Ja, weil ich werde es euch nicht verraten. Ich weiß, dass es euch egal ist. Aber ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen Dramatik hier reinbringen. Oh. Das tut mir aber leid. So. Hallo du. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Ja, einfach gießen und in die Sonne stellen. Und manchmal mit dem reden oder wie. Oder was. Und los, Glut. Komm her. Ich wollte schon gerade sagen. Obwohl, ach scheiße. Ist auch nicht schön, aber besser als Giftpuder. Besser als Giftpuder. So. In your face. Noch ein Klofenser. Ich trau dir ja zu. Am besten machen Volltreffer. Oder halt nicht. Das war auch knapp.
Nein! Doch! Hier hinten ist nichts mehr. Hallo du. Hier dürfen nur Frauen herein. Ja, und du nutzt deine Pokémon als Türsteher. Seems legit. Bisasam. Wird definitiv auch Dings können. Dings. Giftbruder. Wird es. Oh, es brennt. Nein, es setzt Rankenhieb ein. Ein Volltreffer? Ja. Nee. Ist mir egal. Kratzer müsste reichen. Schlitz. Ah, dieser Knosp. Nein, ich wechsle nicht. Glut. In deine Fresse. Da. Volltreffer. Ja. Gefällt mir. Ich bin schockiert. Ja, schön für dich. Wir machen hier mal die Reihe so nach. Nein, das wollte ich nicht. Wie viel KP brauchst du? Ich meine, Erfahrungspunkte. 503 ist ja nicht viel. Zerschneider. Zack. Hallo du. Bringe bloß keine Käfer, aber Feuer-Pokémon hier. Zu spät. Hallo Myrapla, du, der ist wahrscheinlich Giftpuder kann. Ach, was ich aber beim ersten Blut zerstöre. Na, du Flo ist ein bisschen hartnäckiger. Und es setzt Schlafpuder ein. Soll mir recht sein. Mir ist alles lieber als Dings, als Giftpuder. Der Absorber macht auch nicht viel Schaden. Komm schon, wach auf, du verdammtes Drecksvieh. Los, wach schon auf. Los, wach. Lach, lach, lach. Na komm. Blut. Yep, so soll es sein. So und nicht anders. Und das gefällt mir auch sehr gut. Flammenwurf wäre ganz nett. Oh, du Grobian. Ach. Ach, egal. Komm. Willkommen in der Pokémon Arena von Prismaya City. Unterschätze niemals die Girl Power. Ich weiß nicht warum, aber wir kommen gerade ein Zitat von einer Frau ins Gedächtnis gerufen. Und zwar hat sie gesagt, ich parke doch nicht mein Auto auf dem Frauenparkplatz. Da stehen ja um mich herum ja die ganze Zeit Frauen. Wirklich von einer Frau gesagt. Ach komm, ich hasse Wickel. Oh, Wickel ist einfach nervig und unnötig und bla. Na okay, unnötig. Unnötig ist es erst ab der zweiten Generation. Wo das jetzt nicht ganz. Den Gegner jetzt nicht ganz Zeit so umwickelt, dass er nicht mehr angreifen kann. Ja, ich lasse einfach das mit meinem Besser draußen. Hornattacke. Bam. Reicht. Die ganzen Puderzeug. Das ganze Puderzeug, das ist einfach nur nervig, 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 nervig. Dieser Knosp. Du darfst auch gegen Desmond kämpfen. Weil ich so nett bin.